Sensationell. Oh, wir hören euch so laut. Wir haben ja diese Monitore drinnen in den Ohren. In den Ohren. Super, cool. Habe ich wohl alle schreien gehört? Ja. Kleiner Scherz, kleiner Scherz. Wir warten auf jeden Fall kommen, auch wenn nur einer gerufen hat. Ja, natürlich, natürlich lieben wir es, weiterzuspielen und danke vielmals. Es sind ja noch 75 Tage, bevor wir wieder live das nächste Mal auftreten werden. Und wir haben uns gedacht, oh mein Gott, wie werden wir das jemals so lange schaffen? Und deshalb haben wir als Lied heute gedacht, die nächsten 12 Tage nach Weihnachten bringen wir schon mal rum, denn dort gibt es nämlich für jeden Tag Geschenke. Ja. Welche Überraschung. Denn vom Weihnachtstag bis zum heiligen Dreikönigtag, diese 12 Tage, haben wir dann zumindest schon was zu tun. Und die Ulrike hat ja in den letzten Wochen und Monaten gemalt, gezeichnet wie eine Wilde für diesen Tag hingearbeitet und... Nur für heute. Und diese Geschenke, die wir euch jetzt zeigen und euch besingen, die sind auch für euch. Also schaut gut zu, hört gut zu und habt viel Spaß mit unserer Ulrike. Alles Gute, Ulrike, und toi, toi, toi. Ja, huidi buidi. Schauen wir mal. Ich mache mal das Intro. Sehr schön, danke schön. Und ihr entspannt euch und die Ulrike hoffentlich auch. Vielen Dank. Also, Isabel hat schon so schön angekündigt, dass es sich jetzt um 12 wunderbare Geschenke handelt. Und das erste Geschenk darf ich etwas näher ausfüllen. Vielleicht sage ich zwischendrin auch was. Wir werden sehen, wie es mir dabei geht. Aber das erste Geschenk ist ein Rebhuhn am Birnenbaum. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Also Sie sehen hier das Rebhuhn, hier die Birnen. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Hier haben wir jetzt zwei turtelnde Tauben. Gut. Das nächste Bild erkläre ich vielleicht noch näher und dann höre ich damit auf, sonst würde dieses Lied wahrscheinlich viel zu lange dauern. Also jetzt kommen drei wunderbare Hennen aus Frankreich. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. Jetzt mache ich ganz normal weiter, um es näher nicht mehr ausführen zu müssen. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. Da fällt mir jetzt aber ein, ich muss doch etwas sagen. Denn das nächste Geschenk ist etwas wirklich Wichtiges, speziell für Frauen, also wenn Männer oft nicht wissen, was sie den Frauen schenken sollen. Das ist ein kleiner Hinweis. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. Also Sie merken, das hat auch in der Musik eine spezielle Bedeutung gehabt. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-lying, five golden rings. Calling for three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree.
Dieses Lied passt eigentlich wunderbar zum Aaron. Fällt mir gerade auf. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans for swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Das ist jetzt, es fängt an für die Herren ein bisschen interessanter zu werden. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans for swimming, six geese a-laying, five golden rings. Calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me nine ladies dancing, eight maids are milking, seven swans are swimming, six geese are lying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Wir kommen bald zum Ende. Yeah, yeah. On the tenth day of Christmas, my true love gave to me ten lords are leaping, nine ladies dancing, eight maids are milking, seven swans are swimming, six geese are lying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. What is the sound of all distance and the dawn? On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 lords are leaping, 9 ladies dancing, 8 maids are milking, 7 swans are swimming, 6 geese are lying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Und das Schönste haben wir uns zum Schluss aufgehalten. Lieber Aaron, das ist jetzt für dich, nur für dich. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords are leaping, 9 ladies dancing, 8 maids are milking, 7 swans are swimming, 6 geese are lying, 5 golden rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 little doves, and a partridge in a pear tree. Vielen Dank! Dankeschön!